Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum neuen Neumond-Orakel der Engel und zwar gleichzeitig mit dem Löwenportal. Und zwar haben wir am 8.8. Neumond und das Energieportal Löwentor. Und vielleicht hast du schon davon gehört, das sind ganz besondere energetische Konstellationen, das Löwentor. Aus diesem Grund mache ich auch wieder meinen Lichtwandelkreis. Und sind wirklich ganz tolle Energien. Wir haben ja sowieso immer am Neumond, wenn du was neu beginnen willst, dann ist ja um diese Zeit eine super Konstellation, sich auf die Energien da einzulassen. Also alles, was du neu machen möchtest, eignet sich super gut, um diese Zeit zu tun, etwas Neues zu beginnen, eine Ausbildung, wenn du vielleicht eine neue Beziehung hast, neue Verträge unterschreibst. All das ist wirklich in dieser Zeit immer richtig, richtig gut zum Neumond. Und wir haben am 8.8. zusätzlich noch das Löwentor. Und da kommen noch mal mehr Energien hier auf die Erde. Und die Engel sagen auch, es ist eine Zeit für einen ganz, ganz neuen Bewusstseinssprung, noch mehr in die Energie reinzukommen und das Bewusstsein noch mehr zu erweitern. Eignet sich jetzt am Anfang August mega, mega gut. Und Erzengel Metatron begleitet das Ganze so ein bisschen. Mit dem arbeite ich ja auch immer zusammen bei meinen Ausbildungen. Wenn ich die Einweihung mache, ist die Erzengel Metatron-Energie immer sehr, sehr präsent. Und er sagt halt wirklich auch, dass sich alle Ebenen nochmal neu ordnen. Ja, in diesem Monat August, der ist sehr, sehr gut, um nochmal alte Dinge auch loszulassen. Alles sortiert sich neu in dieser Zeit. Also all das, was dich vielleicht auch belastet über einen längeren Zeitraum schon, wird sich nochmal im August sehr stark verändern. Wichtig ist, dass du positiv ausgerichtet bleibst und deine Gedanken und deine Gefühle auch wirklich immer wieder positiv ausrichtest, anstatt wirklich den Fokus auf das Negative zu legen, wirklich den Fokus immer auf das Positive, also immer die andere Richtung, auch wenn du gerade so Themen hast mit Geduld, ja, dann ist das nochmal so ein Thema, was aufkommen kann. Aber der 8.8. hat ganz tolle Konstellationen, ganz tolle Energien. Und vielleicht spürst du auch schon, dass sich diese Energien jetzt auch schon von Tag zu Tag immer mehr aufbauen. Du kommst auch besser in die Meditation in dieser Zeit. Also so ähnlich von der Energie wie Portaltage, sehr starke Energien, die du auch für Energiearbeit natürlich nutzen kannst und auch nutzen solltest unbedingt. Ja, und aus diesem Grund habe ich ja auch gesagt, ich biete wieder den Lichtwandelkreis an. Da wir diesen besonderen Tag haben, den 8.8. und der erste Portaltag ist dann am 10.8. Am 12.8. ist noch einer und am 31. Das heißt, ich möchte euch gerne über diese 4 Tage im Monat August energetisch begleiten. Und da gibt es dann auch einen Stein, den ich bemale mit meinen Mandalas für alle Teilnehmer dazu, den ich auch mit diesen Energien energetisiere für dich. Und da bekommst du dann auch genau den Stein. Also ich werde den wirklich für dich dann auch malen. Also ich stimme mich dann auch ein und ja, bemale deinen Stein, energetisiere deinen Stein. Und das ist diesen Monat dran. Ich verlasse mich da ja immer auf die Engel, was ich da so für Durchgaben kriege, was wir so brauchen, wie ich euch auch energetisch unterstützen kann. Und wenn du noch nicht dabei bist, komm gern noch dazu. Also du kannst dich auch anmelden direkt bis zum 8.8. Und bis um 19 Uhr kannst du dich anmelden, wenn du möchtest. Und auch wenn du nicht dabei sein möchtest, dann nutze wirklich diese Energie für dich. Ja, energetisch zu arbeiten, sowieso an den Portaltagen empfehle ich das ja immer. Aber gerade auch als wichtiger Tag an dem 8.8. Und ich möchte uns jetzt auch ein paar Karten ziehen mit meinen Karten. Auf was wir so Acht geben können, ne? Also was uns Kraft gibt jetzt im August. Und da ziehe ich mal eine Karte von dem goldenen Licht für uns. Wir gucken mal, was da kommt. Yes, da kommt die Klarheit. Ich erkenne meinen Weg und gehe den nächsten Schritt. Schaut mal, ja, mega, mega. Und genau das ist das, was die Engel sagen. Es kommt jetzt immer mehr Klarheit rein. Du wirst immer mehr wissen, was zu tun ist, was dein nächster Schritt ist. Und da bringen dich auch diese Energien hin. Also wenn du schon längere Zeit vielleicht damit haderst, dich vielleicht von deinem Partner zu trennen oder deinen Beruf zu wechseln, deinen Job zu kündigen, die Selbstständigkeit endlich zu beginnen,
Da kann es jetzt wirklich sein, dass du um diese Zeit wirklich nochmal angeleitet wirst, das wirklich zu tun. Ja, dass da noch eine Klarheit reinkommt und du einfach weißt, jetzt ist der nächste Schritt dran und ich gehe den jetzt und ich mache den jetzt und es geht einfach kein, es gibt da einfach kein Zurück mehr. Na, das sind die Energien und die dich auch dabei unterstützen können und auch werden. Ja, das wirst du vielleicht auch ganz stark so, so spüren. Und dann ziehe ich uns noch eine Edelsteinkarte von der lieben Daniela Schnorr-Barwick. Ihr kennt die Karten. Edelstein Engelgeflüster. Und wir gucken einfach mal, welcher Edelstein dich da unterstützt. Und das ist der Landschaftsjaspis. Lass dich nicht verunsichern, es gibt immer viele Möglichkeiten und Wege. Schaue achtsam, dass du dein Ziel weiter verfolgst. Ja, nochmal der Hinweis: Du sollst dein Ziel weiter verfolgen und du hast jetzt wirklich auch die Energie, die Dinge umzusetzen. Ja, also das, was dich vorher auch so ein bisschen ja, wuschig gemacht hat oder wo du sagst, boah, das geht mir zu langsam, das kann jetzt wirklich sein, dass es an diesen Tagen, in dieser Zeit, gerade auch um den Neumond, dass es dir dann sogar vielleicht manchmal zu schnell geht. Und du merkst einfach, ich mache jetzt einfach die Schritte und denk da gar nicht mehr so drüber nach. Ich weiß einfach, das ist mein Impuls und ich folge dem und dann geht es auch vorwärts. Also gerade diese Themen, die sehr, sehr stark im Stocken waren, die kommen jetzt wirklich in die Bewegung rein. Ja, jetzt gucke ich gerade noch mal, die Blockadenlöserkarten wollte ich noch dazu nehmen. Wir gucken, welche Blockade jetzt rausgehen. Und die Lennemann-Karten liegen da hinten nämlich. Die habe ich mir gar nicht hingelegt. Da wollte ich euch nämlich dann noch eine Frage beantworten. Ja, und da kommt das Vertrauen. Ja, es geht noch mal wirklich darum, dass du in dein Vertrauen kommst und dass jetzt wirklich diese alten Sachen rausgehen, ne, die dich wirklich vom Vertrauen abhalten. Na, das wird dich jetzt immer mehr in dein tiefes Vertrauen bringen, diese Energie. Ja. Das brauchen wir ja auch, um den nächsten Schritt dann zu gehen. Jetzt ziehen wir noch eine Karte von den Energiekarten Meister, Elohim und Erzengel. Da fallen gleich mehrere raus. Gucken wir mal. Zwei Erzengel sind rausgeflogen, ihr habt es gesehen, und zwar Metatron und Raphael, ne? Mega passend, weil ich ja auch gesagt habe, Metatron hat sich bei mir gemeldet und der fliegt hier im hohen Bogen raus. Und es ist auch noch Raphael dabei. Und Metatron sagt dir, ich bin jetzt zu dir gekommen, um dich zu unterstützen. Ich helfe dir bei deiner Transformation, die nun sehr aktiv bei dir stattfindet. Deine Seele kommt nun mehr und mehr in Balance. Vertraue, nochmal dieser Hinweis, ne? Und Raphael sagt, ich richte dein Energiefeld neu aus und diese Ausrichtung lässt dich die Situation, nach der du fragst, anders sehen. Warte noch ab und treffe keine voreilige Entscheidung. Ja, und das ist das, was ich auch durch Metatron nochmal gekriegt habe. Es wird alles nochmal neu, ja, so auf allen Ebenen nochmal neu ausgerichtet. Ja, und da scheint auch der Raphael noch mit dran beteiligt zu sein. Also mega schöne Energie. Ja, arbeite ruhig auch mit Raphael und Metatron. Vielleicht hast du ja meine Karten. Dann arbeite auch an diesen Tagen. Also ich empfehle dir den 8.8. natürlich damit zu arbeiten, aber auch an den Portaltagen zusätzlich nochmal diese Energie aufzunehmen, weil sich das noch über den ganzen Monat so hinziehen wird, diese Energie. Ja, also Raphael und Metatron. Vielleicht hast du auch eine Pyramide von mir. Vielleicht hast du die Raphael-Pyramide. Vielleicht hast du auch andere Werkzeuge, die mit den Engeln hier verbunden sind, dann arbeite damit unbedingt an diesen Tagen. Wie gesagt, 8., 10., 12. und 31. finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir die Urkraftkarten noch und wir gucken, was, ja, welche Kraft jetzt da zu dir noch zurückkommt, welche Energie. Ja, das silberne Licht ist da gefallen. Schaut mal. Ne, da geht es nämlich nochmal stark um die Reinigung. Silberne Lichtdusche. Und das ist die Reinigung all meiner Körper. Ne, passt wieder auch mega, wie ich es auch durchbekommen habe. Da findet noch eine sehr starke Reinigung statt.
Kann natürlich auch manchmal unangenehm sein. Also viele denken ja auch immer, Spiritualität ist nur Licht und Liebe und alles ist toll und alles ist bunt. Ist natürlich nicht so, ne? Wenn wir anfangen, an uns zu arbeiten, auch mit dem Licht zu arbeiten, dann werden natürlich die Schatten auch sichtbar. Und desto mehr sich jetzt auch über das silbernde Licht auch auflöst, wird natürlich auch sichtbar, was gehen möchte, sichtbar, was rausgehen möchte. Und das kann natürlich auch immer mal in Form von unangenehmen Gefühlen, unangenehmen Emotionen einfach sich zeigen. Und es ist wirklich wichtig, das auch zu integrieren, ne, diese negativen Gefühle. Und die gehören genauso dazu wie die positiven. Das ist nicht immer alles nur positiv, sondern auch diese negativen Dinge gehören dazu, ne? Also Schatten und Licht. Es ist wichtig, dieses immer zu integrieren, immer beide Seiten auch zu sehen und nicht immer nur das eine haben zu wollen, sondern es geht wirklich darum, beides auch zu akzeptieren, auch den Schatten zu akzeptieren. Ja, und jetzt gucke ich mal nach den Lennemann-Karten drüben. Und du kannst dir jetzt eine Frage stellen, die du noch hast, die gerade so da ist oder die dich schon längere Zeit beschäftigt. Und ich gucke einfach mal rein. Vielleicht hast du auch aktuell irgendetwas, was dich da belastet. Ist jetzt auch egal, in welchem Lebensbereich. Wir gucken einfach mal, was da für Karten kommen. So. Ja, und da fällt sogar auch die Aktivierungskarte mit. Ja, das ist eine Karte, die bei meinen Karten mit dabei ist, die nochmal die Themen verstärkt. Also dein Thema ist wichtig, an was du jetzt gedacht hast. Das ist einfach auch dran. Ganz wichtig, dass du auch daran arbeitest. Deswegen fällt jetzt auch die Aktivierungskarte. Dann haben wir den Bär, die Eulen und das Schiff. Ja, und da finde ich auch, durch das Schiff ist es auch ein Thema, was dich schon längere Zeit beschäftigt und was dir auch immer wieder zu langsam vorwärts geht. Du bist da schon echt genervt und es kommt immer wieder und immer wieder. Du hast so das Gefühl, mein Gott, ich habe schon tausendmal daran gearbeitet, jetzt ist es wieder da. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig auch zu verstehen, auch wenn du das Gefühl hast, ich habe tausendmal daran gearbeitet, du bist immer schon eine Stufe weiter. Du bist nicht mehr auf dem gleichen Stand wie vorher. Ja, also das ist tatsächlich so. Wichtig ist, dass du die Gespräche führst mit den richtigen Menschen, um mehr in deine innere Stärke zu kommen. Und ich glaube, es ist halt das Thema auch, du möchtest da nicht drüber reden, du hast da so einen richtigen inneren Widerstand, beziehungsweise traust dich auch nicht, deine innere Wahrheit wirklich auszusprechen. Und es ist jetzt wirklich wichtig, das auch nach und nach zu tun. Na, jetzt also nicht unter Druck setzen, das sofort zu tun, sondern guck einfach, wann sich für dich der richtige Zeitpunkt ergibt. Immer wirklich liebevoll mit dir sein, wenn du spürst, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das Thema auszusprechen, anzusprechen, das dann auch zu tun. Und dann kommst du auch immer mehr in deine Kraft, in deine innere Stärke wieder rein. Die will dann auch wieder aktiviert werden und die wird sich aktivieren, dadurch, dass du die Dinge einfach auch ansprichst und sagst, und zwar bei den richtigen Personen. Es ist wichtig, dass du mit den Personen drüber sprichst, die es betrifft, ja, und nicht mit anderen. Na, das ist ja auch immer so ein schönes 3D-Ding, ne, dass wir dann mit anderen darüber reden, anstatt mit der Person, um die es wirklich geht. Ja, und das darf jetzt auch immer mehr rausgehen, dass wir wirklich auch die Dinge nur noch mit Menschen besprechen, die es auch betrifft und das nicht ja, 3D-mäßig überall verteilen. Ja. Und darum geht es halt auch, wenn du so Intrigen in deinem Umfeld hast, in deinem Kreis hast, dann wird sich das jetzt auch auflösen, wenn du dann wirklich dazu bereit bist, diesen nächsten Schritt zu tun und dich da nicht mehr drauf einzulassen. Das ist ganz wichtig, dass du dich auf diese Intrigen nicht mehr einlässt. Ja, ich arbeite jetzt kurz mit der Aktivierungskarte nochmal für dein Thema. Vielleicht spürst du es jetzt auch gerade, ne? Das kann sein. Ich arbeite einfach nochmal mit den Karten, dass du so energetisch nochmal so einen kleinen Schubs kriegst. Ihr wisst ja, die Lennemann-Karten von mir sind auch Energie-Lennemann-Karten. Und das habe ich einfach so gemacht, weil mir immer bei den normalen Lennemann-Karten die Energien gefehlt haben. Und so habe ich die wirklich auch wieder mit Engel-Energien aufgeladen, jede Karte. Und ja, das bringt nochmal eine ganz andere Energie rein. Ja,
vom Kartenlegen her auch, dann fließt, wenn du dann auch das Blatt schon legst, egal wenn du mit den Karten arbeitest, dann fließen schon die Energien und vielleicht spürst du auch, dass sich dann an deinem Thema, an das du jetzt gedacht hast, was deiner Frage so gegolten hat, auch einfach eine Veränderung durch diesen Energieschubs, ja, dass da wirklich was in die richtige Richtung jetzt gehen darf. Ja, nutze wirklich diese Energien. Achte, achte, Löwentor. Kommt ja jedes Jahr einmal, aber nutze diese Energien, die sind wirklich ganz, ganz magisch. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag an dem 8.8. und natürlich auch in dem ganzen August. Und wenn du magst, folg mir auch auf anderen Social-Media-Kanälen. Du findest die alle hier unten in der Infobox verlinkt. Und folg mir da auch gerne. Ich habe auf Facebook eine Gruppe oder auch eine Facebook-Seite. In der Gruppe gibt es immer Überraschungen, immer Videos oder ich gehe auch live für euch. Also komm da gerne dazu. Und ansonsten alles Liebe für dich und bis ganz bald. Tschüss. Sagen, du kennst den Weg. Verstecke dich nicht, komm und sei das Licht.